Da! Irgendwie habe ich geahnt, dass es kein Problem für sie sein würde. Fail. Scheiße, der ist ja drauf, ey. Sind Sie ein Einbrecher, Tom? So ein Blödsinn. Alles Lüge. Anständige Leute stehlen nicht. Eben. Dann brauchen Sie doch auch kein Einbrecherwerkzeug, oder Tom? Lassen Sie mich in Ruhe. Gehen Sie weg. Und nehmen Sie den da gleich mit. Ich werde erst gehen, wenn Sie mir das Werkzeug gegeben haben. Hier, $50. Und ich bringe es Ihnen zurück. Es ist alles nicht meine Schuld, wissen Sie? Es ist Bobby. Wenn er nicht wäre, würde es besser laufen. Alle haben Sie mich allein gelassen. Nur das Tier haben Sie mir gelassen. Wie soll ein anständiger Mensch da vorankommen? Mit so einem Klotz am Bein. Das Werkzeug, Tom. Aha. Und schon hat der Versager das Werkzeug bekommen. Nicht meine Schuld. Ich bring ihn nach Hause. Tut mir sehr leid, Bobby. Schon okay, Darren. Lol. Ich fühle mich wie das größte Arschloch auf Erden. Ist mir doch egal. Willow Creek, Ducky, komm ich doch nicht hin. Gordon's Palace. Rinne gehen. Ha! Dieses Opfer schläft immer noch. Schließbecher. Ich muss den Draht so biegen, dass die einzelnen Sperrstifte in einer Linie angeordnet werden. Danach sollte das Schloss offen sein. What the fuck? Zeig mal, wie das jetzt schon tut. Okay. Dann muss ich das hier so hochziehen. Nö, das ist nicht richtig. Rein mit. Jetzt habe ich nicht geguckt, wie die nächsten Stifte aussehen. Okay, der muss noch hoch. Und der muss noch runter. So, das kommt hin. Und der... Nein! Doch nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Arschloch, Dreck, Sauschwein. Ich werde es später noch einmal versuchen. Roten, gottverdammte Drecknutte. Ich muss den Draht so biegen, dass die einzelnen... Ach. Okay. Also, und ja. Der muss noch ein bisschen runter. Dann probieren wir gleich nochmal. Okay, der ist noch zu weit oben. Da geht noch ein bisschen zu weit, oder? Und da ist immer noch ein Happen zu hoch. Glaube ich jedenfalls.
Ah, jetzt geht er zu wenig runter. Komm schon. Geil. Das war's. Das Schloss ist offen. Und jetzt nimmst du einen Brief raus. Ein Brief adressiert an Angelina Morgan. Wehe, du bist die Mühe nicht wert. Geil. Jetzt ab aufs Zimmer. Sie sitzt bombenfest. Keine Chance. Ich muss vermutlich die richtige Kombination einstellen. Ja, das aber ist mir auch die klar. Weiß ich nicht und es gibt zigtausend Möglichkeiten. Vielleicht steht's im Brief. Ein verschlossener Brief. Angelinas Name steht drauf. Er wurde gestern aufgegeben. Hier in der Gegend. Ich sollte ihn lesen, das könnte mich voranbringen. Mal sehen. Aha. Wenn das hier jemand liest, dann ist etwas schiefgegangen. Mein Name ist Angelina Morgan und ich versuche Informationen über das Schloss Black Mirror, die Familie der Gordons und einen Geheimbund zu sammeln. Ich fühle mich bedroht und verfolgt von einem Mann namens Reginald Boris. Bitte kontaktieren Sie die Polizei und Darren Michaels in Biddeford, Maine, USA für weitere Informationen. Ich habe unter meinem Zimmer Kratzgeräusche gehört. Ich habe Angst. Ich habe eine Luke im Boden entdeckt und konnte den Code entschlüsseln. Die Lösung kannten zwei geschichtenerzählende Brüder aus Deutschland. KHM 62 17 1 25. Ich werde diesen Brief einwerfen und Murray um ein anderes Zimmer bitten. Darren, falls du diesen Brief liest, ich habe mich bemüht. Ich wollte mich hiermit für deine Hilfe bedanken. Ich liebe dich. Oh. Sie, ihr... Ihr darf einfach nichts passiert sein. Geräusche unter ihrem Zimmer. Reginald Boris, der ums Hotel schleicht. Zwei Geschichten erzählende Brüder? Vielleicht steht da in den Büchern irgendwas. Wie war das noch? Zwei Geschichten erzählende Brüder aus Deutschland? Und hier steht ein Buch. Die Märchen der Gebrüder Grimm. Ah, eben. Das muss es sein. Im Inhaltsverzeichnis stehen 15 ausgewählte Märchen. Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich. Mhm. KHM 12, Rapunzel. Ja, und so weiter. Bis KHM 187. Okay. Genau das steht doch auch in Angelinas Brief. KHM und dann einige Nummern. Ich nehme das Inhaltsverzeichnis mit. Okay. Dann schade ums Buch. Aber in den nächsten 100 Jahren hätte es wohl ohnehin niemand gelesen. Gleich ausprobieren. Jetzt gucken wir das mal an. Dann wollen wir mal. Warte mal. Okay, das müsste eigentlich jetzt so gehen. Und dann mit dem, also das wäre dann die Schlange. Okay. Hier. Und dann müssen wir unten eigentlich so machen. Jetzt haben wir das letzte. Das wäre dann dreimal. Okay.
Nee. Warte mal. Norden ist 25. So, warte mal, wenn wir das so machen und dann hier die oder was? Was ist denn die Schlange? Unten müsste der Frosch hin, ne? Und hier drüben die Biene. Das ist es. Ich habe ein leises Klicken gehört. Geil. Oh, dicke Titten. What the fuck? Ein widerlicher Gestank. Das dürfte die Kanalisation sein. Oder ein Loch, das als Kanalisation missbraucht wird. Komm, geh runter. Es ist stockdunkel. Ich kann nicht erkennen, wie tief es ist. Aber ich glaube, ich muss da runter. Irgendwo dort könnte Angelina gefangen gehalten werden. Ich weiß es. Wunderkerze bringt nichts, aber wir können ja bei diesem Arsch so eine scheiß Taschenlampe kaufen. Das gibt's doch nicht. Der schläft tief und fest. Hey, Mann! Aufwachen! Wie? Was? Na, das wurde auch mal Zeit. Was? Was kann ich für Sie tun? Wir wollen ein anderes Zimmer. Es stinkt im gesamten Flur nach Gülle. Selbstverständlich. Ja, und jetzt gehen Sie wieder in den Gang. Und er ist wegteleportiert. So, du Arsch. Aha. Leuchtet in drei verschiedenen Farben. Oh Mann. Ich hasse mich schon jetzt dafür, aber ich brauche Licht und ich brauche es jetzt. Eine ausgezeichnete Wahl, Sir. Zeugt von Ihrem guten Geschmack. Halt die Fresse. Halten Sie einfach die Klappe. So, und wir haben ja schon die Batterien aus der Uhr geklaut, ne? Hauen wir die mal da rein. Die Batterien passen und ich hab Licht. Ab in den Untergrund. Hoppa. Oh Gott. Es ist wirklich die Kanalisation. Allerdings garantiert nicht aus den letzten 100 Jahren. Ich kann Wasser erkennen. Und da sind Stufen in der Wand. Na, dann geh runter. Ja, mach doch die Tür zu. Was war das? Black Mirror 2. Och nee, eine Videosequenz, warum? Oh Mann, kein einladender Ort. Um die Ecke, ne? Das erinnert mich an das Game Ratatouille. Da hinten lang. Gehen wir nach rechts. Was liegt denn da so herum? Da habe ich doch jetzt gerade was liegen sehen. Ich hab's doch gewusst. Eine Eisenstange. Hey, da steht eine Metallstange an der Wand. Ich nehme sie mit. Man weiß ja nie. Okay, jetzt gehen wir, glaube ich, besser zurück. Hier unten ist gruselig. Es ist eine Mischung aus Ratatouille und Amnesia.